Moni, zeig doch mal. Hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Moni, zeig mal, hier aus dem Disneyland Paris. Und wie immer vor einem Disneyland Paris Trip habe ich euch auf Instagram gefragt, was ich euch alles zeigen soll. Und wie immer kann ich euch nicht alles abklappern, weil wieder so viel reingetrudelt ist von euch. Was denn? Ich gucke hier meine Bilder durch. Daniel irritiert mich immer, wenn er neben mir sitzt. Und, aber ich versuche natürlich... Das ist wunderschön. Mhm. Daniel, zeig mal dein schönes Schlossbild. Welches Schlossbild? Was du gerade gezeigt hast. So. Da. Übrigens, Daniel hat auch ein Part übernommen. Bei Moni, zeig mal. Seht ihr da noch? Und ja, ich würde sagen, wir fangen an und viel Spaß beim Schauen. Moni, zeig doch mal den besten Merch-Shop. Also ich würde sagen, der beste Merch-Shop ist das World of Disney hier im Village. Denn dort könnt ihr alles Mögliche finden. Über Ohren, Klamotten, Kinderspielzeug, Magnete, Postkarten, keine Ahnung. Alles, was Tassen, Geschirr, Küchensachen, alles, was ihr denken könnt, findet ihr im Disney, World of Disney hier im Village. Und das Gute ist, dass ihr hier auch herkommen könnt, wenn ihr kein Ticket habt für den Park. Also sagen wir, ihr kommt nachmittags, abends erstmal hier an und checkt ein im Hotel, habt aber kein Parkticket, dann könnt ihr natürlich hier ins Village kommen und erstmal shoppen gehen. Moni, zeig doch mal die aktuellen Spirit Jerseys. Ja, hier gibt es einmal den. Dann gibt es denselben nochmal in diesem Fliederton. Denselben nochmal in grün. Jetzt hier durchkommen. Selber in grün. Und in gelb. Und es gibt noch den vom 30. Geburtstag, also dem Grand Finale 30. Ob es den weißen noch gibt, weiß ich gar nicht. Aber hier hängt schon mal der vom Grand Finale. Den gibt es auch noch. Moni, zeig doch mal, welche Stitch-Stofftiere es aktuell gibt. Ja, das ist der erste, den ich jetzt hier mal entdeckt habe. Kostet 35 Euro. Zählt das als Stitch-Kuscheltier? Könnte man auch benutzen, aber es ist ein Federmäppchen. Aber ich zeig's dennoch. Kostet 13 Euro. Jetzt übrigens mit anderen Charakteren. Zählt auch nicht direkt zum Kuscheltier, aber es ist schon kuschelig. Diese Stitch-Hausschuhe für 28. Aber hier gibt es noch Kuscheltiere, keine Sorge. Es gibt noch den Stitch als Kuscheltier. 30. Dann gibt es den hier noch als Kuscheltier für 16. Oh, hier ist die Stitch-Fraktion hier. Für 28 für den hier. Den habe ich euch schon gezeigt. Den Valentinstag-Stitch für 35. I'm Not Angel 25. Mickey als Mickey. Stitch als Mickey Sorcerer für 20. Der schlafende Stitch Cuddles für 50 Euro. Die sind übrigens super weich. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das waren alle Stitches. Oder ne, hier ist noch der große, stimmt. Den sie jetzt hier hält. Kostet. Ah, ich sehe es nicht. 90 Euro. Jetzt war's aber. Moni, zeig doch mal, wie das Disneyland Moni, zeig doch mal, wie das Disneyland Hotel jetzt aussieht. Also ich muss sagen, von außen sieht es nicht mehr aus wie eine Bruchbude. Sieht von außen jetzt einigermaßen wieder gut aus. Habe ich auch auf Twitter so gesehen. Aber innen natürlich ist noch fast gar nichts fertig, wenn man da so reinguckt. Ich gehe mal näher ran. Die Sonne auch nicht blendet. Also von außen, wie gesagt, sieht's auch, die Dächer sind wieder schön. Es gibt nicht mehr hier irgendwelche offenen Balkone mit irgendwelchem Schaumstoff. Also wie gesagt, von außen wieder schön. Es gibt natürlich hier noch ein paar Baustellen, Zäune hier davor. Die wechseln auch immer wieder, aber von außen wieder
einigermaßen schön, dass auch die Leute mal wieder schöne Fotos machen können hier, nicht mit einer Baustelle im Hintergrund. Moni, zeig doch mal, welche Secrets du im Park am besten findest. Also ich habe ja schon mal, es gibt ja einen Adventskalender auf meinem Kanal, wo ich jeden Tag Secrets aus dem Disneyland Paris vorgestellt habe. Schaut da mal gerne rein, gibt es auch eine Playlist. Und ich muss sagen, einer meiner Favoriten sind die Geräusche hier auf der Main Street. Also ihr habt verschiedene Gassen ja hier mit Musikschule, mit Zahnarzt, was gibt's noch, Hunde, also es gibt so ein Detektivbüro, da hört ihr einen Hund bellen. Und das ist tatsächlich echt cool. Es sind so Kleinigkeiten, die man nicht machen müsste, weil hier spielt ja eh die Musik. Aber wenn man genau hinhört, dann hört man auch diese Geräusche. Also wenn ihr hier seid, schaut mal genauer hin und hört mal genauer hin. Und wie gesagt, alle Secrets, die ich hier im Park, nicht alle, aber 24 Secrets habe ich euch im Adventskalender tatsächlich schon verraten. Und Daniel hat ja auch mal ein Secrets-Video hochgeladen, da findet ihr auch noch viel, viel mehr Secrets. Moni, zeig doch mal spezielle Disney-Snacks. Also die findet ihr, also ein Teil findet ihr hier auf jeden Fall bei diesem Bäcker hier auf der Main Street. Hier gibt es auch jetzt neu so Mini-Cake-Pops für 5 Euro. Es gibt aber auch hier so Cookie-Cake. You can go through. Da, Cookie-Pie. Pie. es gibt Cookies, es gibt Cake-Pops mit Mickey. Gab aber mit Mini. Genau. Also hier gibt es besondere Disney-Snacks. Moni, zeig doch mal, wo es Croque Monsieur gibt. Ja, Croque Monsieur gibt es im Market House Deli hier auf der Main Street. Hier könnt ihr auch draußen sitzen bei gutem Wetter. Ist direkt gegenüber, also da ist das Emporium. So. Da ist Walt's Restaurant und hier habt ihr das Market House Deli. Und da seht ihr auch nochmal das Menü. Es gibt Croque Monsieur für 8,50 Euro. Sehr lecker, sehr zu empfehlen. Moni, zeig doch mal die Wartezeiten. Ja, ich schaue in der App, also ihr könnt auch immer zu Hause die Wartezeiten anschauen in der App. Also ihr müsst nicht extra hier sein dafür. Da könnt ihr mal sehen, wie die Wartezeiten gerade sind. Wir haben jetzt Freitagabend, 19.21 Uhr und ja, Hyperspace hat 15 Minuten. Wie heißt es denn jetzt? Star Tours 15, It's a Small World hat 5. Was haben wir hier oben? Ja, hier Casey Junior und die Bootsfahrt 5, Labyrinth 5, Dumbo hat 20, das Karussell 15, die Teetassen haben 5 Minuten, hier die Pinocchio und Schneewittchen jeweils 20, was haben wir hier? Peter Pan's Flight 35, Pirates of the Caribbean 5 Minuten, hier haben wir noch Big Thunder Mountain 25 und Phantom Manor hat hier 10. Gehen wir nochmal rüber in die Studios. Wie gesagt, das könnt ihr immer von zu Hause angucken. Jetzt finde ich die Studios nicht mehr. Da. Eine Hand ist auch ein bisschen schwierig. Crush hat hier 60. Was haben wir noch? Ratatouille 15 und Tower ist gerade down. Web Adventure hat 45 und Flight Force hat 10. Moni, zeig doch mal deine Lieblingsstelle in It's a Small World. Das zeige ich euch jetzt. Ist das Ende von It's a Small World. Da, wo alle Länder vereint sind mit dem schönen Weiß und Glitzer und Funkeln. Und ja, das ist meine Lieblingsszene. Moni, zeig doch mal die Marvel-Ohren, die es gibt. Ja, also es gibt einmal die Groot-Ohren hier, mit dem Groot, der oben sitzt, und diese Groot-Ohren. Ob es noch weitere gibt, weiß ich nicht, aber wenn, dann blende ich es euch direkt danach ein. Moni, zeig doch mal, wo man sein Gepäck verstauen kann. Ob es Schließfächer gibt. Also ich habe jetzt mal am Bahnhof geguckt, ich habe keine Schließfächer gesehen. Wenn ihr Schließfächer am Bahnhof gesehen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich habe keine gesehen und soweit ich weiß, gibt es nur dieses Guest Storage hier am Park. Habe ich schon euch x-mal gezeigt und hier könnt ihr euer Gepäck lassen.
Infinity-Jahreskartenhalter kostenlos. Da bist du 3 oder 4 Gepäckstücke. Und ja, ich zeige euch jetzt gleich mal die Preisliste. Da seht ihr, was kostet. Und es hat nach dem Feuerwerk auch immer noch offen. Das heißt, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr euer Gepäck nicht mehr bekommt. Moni, zeig doch mal alles Labyrinth. Das ist jetzt das nicht das Labyrinth, aber auch das Eis, was es hier vorgibt. Deswegen fangen wir jetzt einfach mit dem Eis an. Das findet ihr direkt hier bei Marsh Harry. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Das ist auf jeden Fall das Labyrinth. Und hier ist das Eis. Sehr lecker. Kostet jeweils 5 Euro. So, und jetzt gehen wir ins Labyrinth. Da sind wir im Labyrinth. Ich mache einen Schnelldurchlauf. Den zeige ich euch dann auch noch. Ja, ihr wolltet das Labyrinth sehen und auch die Figuren. Also müssen wir uns erstmal hier durch dieses Labyrinth. Müssen wir durch dieses Labyrinth finden. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Charakter, eine Figur. Dann gibt es hier die Raupe. Ich weiß gar nicht gerade, wie sie heißt. Ich bin nicht der größte Alice-Fan. Da gibt es noch einen Vogel. Keine Ahnung. Hier gibt es einige Charaktere, ganz viele Vögel. Gegen die Sonne ist ein bisschen schwierig. Natürlich darf die Grinsekatze auch nicht fehlen. Die sieht man ja auch von Weitem hier. Und hier kann man theoretisch dann sich hinstellen und Fotos machen. Und der ist sogar nach ihr benannt hier, der Cheshire Catwalk. Wahrscheinlich wegen den Farben der Steine. Dann sind wir jetzt hier bei diesen Karten angekommen. Auch ein schöner Fotospot. Und hier geht's noch zur Queen of Hearts Maze. Man könnte ja theoretisch hier schon raus, aber das wollen wir natürlich nicht. Wir gehen weiter. Hier kommt die Herzkönigin mal raus. Irgendwie zeigt sie sich gerade nicht. Sie will nicht, sie ist heute schüchtern. Hat sich nicht geschminkt. Dann haben wir auch noch mal ein paar Karten. Hier haben wir noch mal die Herzkönigin. Ich sag ja. Sie hat sich heute Abend nicht geschminkt. Und jetzt sind wir am Schloss der Herzkönigin angekommen. Oben hat man noch eine richtig schöne Aussicht auf das Fantasyland. Da gehe ich jetzt auch noch mal hin. Und dann sind wir hier durch. So, hier gibt es auch noch so einen lustigen Spiegel. Mein Kleid ist hochgerutscht. So, hier geht's hoch. Die Aussicht vom Schloss der Herzkönigin aus dem Alice im Wunderland Labyrinth. Man hat einen echt schönen Blick aus Fantasyland. Kann hier richtig schöne Fotos machen. Also lohnt sich der Aufstieg. Moni, zeig doch mal, wo man ein Nickerchen im Park machen kann. Also das war echt das Highlight. Ja, ihr könnt hier überall theoretisch, also auf diesen Bänken Nickerchen machen, wenn euch das nicht zu hart ist. Aber es gibt jetzt hier keine Wiese oder Sonnenliegen oder so, wo ihr einfach mal schlafen könnt. Also das gibt's nicht. Ihr könnt euch halt irgendwo auf den Boden legen, auf so eine Bank. Hier kann man natürlich nicht drauf. Also ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo man sonst Nickerchen machen kann, außer in seinem Hotelzimmer. Moni, zeig doch mal Aristocats Merchandise. Also das würde ich sagen, gehört ja auch dazu. Ist ja Marie drauf. Wenn es noch weiteres gibt, folgt es jetzt. Ich habe keine Ahnung, was es für ein Merchandise von Aristocats gibt. Wenn ich welche sehe, filme ich es euch ab. Ja, hier gibt es auch Marie-Merch. Ob man es jetzt mag oder nicht, ist Geschmackssache, aber gibt es. Hier in der Galerie.
von diesen Figuren. Moni, zeig doch mal die aktuellen Schneekugeln. Moni, zeig doch mal Schneekügelchen. Wie willst du das schneiden? Guck mal, da ist nicht mal Schnee drin. Doch, da. Oh, wow, so Schneesturm. Warte, jetzt nochmal. Es so, fokussiert dein Gesicht. Das ist nix. Es ist eine Schneekugel. Das ist mein Daumen. Aber ist süß. Aber es gibt noch andere, guck mal hier. Gibt's auch. Das ist doch Kaka. Was ist es? Vom Pferd. Ein Karussell mit Glitzer. Mit Prinzessin gibt's auch. Das ist schön. Ja, dann zeig mal, wie die. Ich kann's nicht anfassen. Wo steht das? Schüttel mal. Hier gibt's auch noch eine Mini mit Tinkerbell. Das hier nur so Gold. Aber 40 Euro, es geht voll klar. Das ist voll schön. 40 Euro. Aber es ist nicht schön verarbeitet. Aber nur 40 Euro. Nur. Aber das war's, ne? Mehr Schneekugeln haben wir nicht. Wir wollen ja Schneekugeln. Moni, zeig mal Schneekugeln, hieß es. Moni, zeig mal. Was soll das sein? Es ist Leia, das weiß ich schon, aber was mit dir passiert, du brauchst so an. Ja, das habe ich doch schon mal in meinem... Sie guckt wie Brina heute. Guck. Habe ich schon mal in meinem Merch-Video gezeigt, das hässlichste Merch. Das war sie drunter. Ja, und es gibt auch Bierdeckel. Ah, das sind ja keine Bierdeckel. Untersetzer. Also Bierdeckel doch. Müsstest du noch was zeigen? Nee. Gibt's nichts. Guck mal, dich gibt's hier. Warum ich? Weil die dicke Waden hat oder was? Hat sie? Hat sie wirklich? Für diese dünnen Arme hat die aber gewaltige Beine. Monströs. Die hat vielleicht, wie heißt denn das, was Frauen oft haben? Dicke Beine. Nicht Lymphdrainage hast du dagegen. Hast du dagegen, ja? Wie heißt es? Vielleicht denkt man adipös, aber nein. Nein? Sie hat auf jeden Fall nur eine Stufe Brust. Stufe 1? Mir fällt es jetzt mir nicht Stufe 1, weil die noch dünne Arme hat. Bei Stufe 2 kriegst du schon die dicken Arme. Jetzt wird mir zu kompliziert. Wie heißt das denn? Mir liegt auf der Zunge. Ja, mir auch. Ich weiß es, aber ich sag's nicht. Sag's? Nein. Ina, wie heißt es denn jetzt? Lymphödem. Genau. Ja, Daniel moderiert jetzt. Moni, zeig mal. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Parkplatz. Oder wir sind schon auf dem Parkplatz. Und was, Moni, was soll ich zeigen? Ja, den Disneyland-Parkplatz. Ja, hier. Aber wir gucken jetzt mal die neuen Eingänge. Genau, es soll ja jetzt hier diese Automaten geben, bei denen man einfach nur noch die Jahreskarte davor halten muss und dann... Haben wir eine zur Hand? Oh nein. Sven hat bestimmt eine. Wir haben... Hast du eine zur Zeit oder soll ich mal abgeben? Aber was ist das für ein Zeichen da oben? Das ist ein echt... Ja, das ist ein Menschchen. Ja, das ist ein Mensch. Das heißt dieses... Das ist überall ein Mensch. Ah, nee, jetzt ist ganz links. Ich glaube, die Automaten sind verdeckt. Guck mal, da sind die doch. Ganz links. Ja, aber die sind zu. Die sind zu, die Automaten. Die ja gut, da fahren wir jetzt nicht drüber. In dem blauen Ding. Ganz links wäre die Karte gewesen. Ja. Okay. Das war's dann auch wieder. Genau, also eigentlich sollten hier Automaten sein. Hello, good morning. Schon wieder defekt. Karte wird gezeigt. Aber jawohl. Was ist denn da hinten los? Guck mal. Oh Gott, der Wohnmobiltreff. Ja, was ist ein Festival? Die machen sich alle schon mal parat für die neue Pixar-Show. Nein. Also, ja. Ihr seht schon, das ist wieder alles total verwirrt. So, am besten ist das jetzt so, wenn ihr Jahreskarteninhaber seid, dann reiht euch direkt rechts ein, wenn jetzt viel Betrieb wäre, aber es ist jetzt kein Betrieb, von daher. Sven macht es trotzdem. Ja, das sind halt auch, es gibt Leute, die sind halt fleißiger als wir. Körper denkt sich eh schon, was ist mit dir los? Warum machst du so viel Bewegungen heute? Was machst du so viel Bewegungen? Ja, zum Glück. Gott sei Dank müssen wir morgen arbeiten. Jetzt zeig jetzt mal den Parkplatz. Ja, es ist jetzt gerade hier Baustelle. Rechts sind die Wohnmobile. Da sind die Wohnmobile und die Wohnwagens. Nee, eins davon darf hier nicht parken. Was darf denn davon nicht parken? Also Wohnmobile sind da. Nee, Wohnwagen sind das ja, dann Wohnmobile wahrscheinlich. Das, was ein Anhänger ist, darf hier nicht parken. Dann ist das ein Wohnmobil. Also Wohnwagen dürfen nicht. Das sind Wohnmobile, Simone. Oh Gott. Ich kann mir das nie merken. Ich kann mir das auch nicht merken. Wohnmobil ist das, ein Wohnwagen ist das, was hinten gezogen wird. Ja, das darf nicht.
Das darf nicht. Genau. Und hier links fährt die normalen. So, und das sind die normalen Parkplätze. Ja, und die sind überdacht. Das ist ganz cool. Das war halt vor ein paar Jahren noch anders. Da hat das Auto den ganzen Tag in der Sonne gestanden. Ja, aber blöd ist, wenn es regnet. Da ist Wasser. Das stimmt. Dann läuft dann da vorne immer so ein bisschen Wasser runter. Da dran gemacht. Da war kein Geld da. Das sind Solarpanels. Diese, genau, also obendrauf, der ganze Parkplatz ist mit Solarpanels zu. Einspeisen können, das Wasser für die... Dann hätten sie auch noch Wasserenergie machen können. Pflanzen, es kommt dann danach. Brina wird jetzt die Energiebeauftragte. Ja, da kannst du mal gucken. Dreimal dürfte raten, was Brina wählt. Das ist eine Rubrik, wenn die nächste Bundestagswahl ist. Brina wählt. Und die sind nummeriert hier mit Disney-Charakter. Die Leute sehen das. Das könnt ihr euch dann merken. Also der Buchstabe da vorne, der beschreibt dann immer irgendeine Disney-Figur. Ich finde es auch super, dass man das so macht. Ne? Dann macht man halt eben 27 Reihen Cruella, damit man sich auch nicht verläuft. Jetzt aber kommt Bambi. Bambi, genau. Man hätte dann einfach nur nummerieren können. Weißt du, Reihe 20, das wäre einfacher gewesen. Als ja, das wäre aber gut. Ja, das wäre kein Disney, stimmt. Stattdessen nimmt man dann so komische Ausschnitte von irgendwelchen Viechern. Vor allem ist B schon über die Hälfte. Ja, es ist halt... Jetzt kommt gleich ein netter Cast-Member, da müssen wir dann die Jahreskarte nochmal hoch. Simone lügt, weil wir wissen gar nicht, ob der nett ist. Manchmal sind die nämlich ganz schön muffelig. Das stimmt. Wir geben mal, wir nehmen mal an, dass die nett sind. Guck mal, schaut mal, die haben pinke Westen an. Warnwesten. Ja, die sind neu. Ja, sie weiß halt noch nicht, ob sie nett ist. Aber hier kann man jetzt auch das Ding eigentlich dran halten, theoretisch. Was? Die Karte. Ach so, theoretisch, theoretisch geht das, aber das ist... Echt? Ja. Soll ich das mal tryen? Ja, kannst du mal tryen. Try das mal out. Das ist ja... Aber gucken wir mal. Gucken wir, was der Vordermann macht. Ich hab's dann wahrscheinlich kaputt gemacht. Ich sehe schon. Er gibt den Code ein. Es funktioniert noch nicht, das neue System. Nee, das neue... Das also ich nicht austryen. Wir haben das extra mal veröffentlichen müssen als News, dass das jetzt funktioniert, aber... Es funktioniert halt nicht. Es ist halt... Oh, guck, die ist einfach zu nah dran gefahren. Jetzt geht's automatisch auf. Das ist natürlich auch geil. Ja, das ist, weil sie die Karte dran gehalten hat. Halt mal die Karte dran. Guck mal. Ah, geil! Das funktioniert. Das hat der Daniel jetzt nicht gefilmt. Also ganz ehrlich... Das ist doch Fake gewesen. Das ist doch ein QR-Code. Das ist doch kein RF-Chip oder sonst irgendwas drin. Hat keiner behauptet. So, und hier parken wir jetzt. Das ist der Infinity-Park. Das ist der Infinity-Parkplatz für uns. Ach ja. Es sind schon viele Menschen da. Da kriegt der Daniel wieder die Krise. Moni, zeig mal, ob es einen Bankautomaten im Park gibt. Ja, gibt es tatsächlich. In der Discovery-Arkade. Das ist im Prinzip, wenn ihr auf der Main Street steht, auf der rechten Seite. Direkt... Ja, hier, wo Harringtons ist und die ganzen anderen Shops, ist der Bankautomat. Ihr könnt aber auch in den Shops mit Karte zahlen. Moni, zeig doch mal den Schmuck im Harringtons. Ach, das ist auf Sale. Ja, zeige ich euch mal her. Ich versuche es langsam zu machen. Ich gucke gleich, ob das Sale ist. Ich muss erst mal hier... Ihr seht ja die Preise unten. Ja, hier ist Sale mit den Punkten. Und auf der anderen Seite
Hier ist Simba oder König der Löwen. Ja. Warum? Ja, wegen Money. Money. Ah, das habe ich auch schon gezeigt. Übrigens fragen mich so viele, woher ich die Kette habe. Da ist sie. Kostet 89 Euro. So, das war's. Moni, zeig doch mal, wo es schöne Disney-Figuren gibt. Ja, da sind wir hier im Harringtons, ganz richtig. Hier habt ihr sehr, sehr schöne Disney-Figuren, die ihr euch kaufen könnt. Den finde ich echt schön, den Mickey auf dem Karussell. Dann gibt es hier eine Pirates-Figur. Es gibt hier auch die Bücher. Das gibt es auch. Dann gibt es hier die Big Figure von Mickey. Gibt es auch einige Figuren. Ariel ist auch sehr schön. Gibt es hier auch ein paar Schneekugeln. Eine Mary Poppins Schneekugel. Oh, die sind, glaube ich, neu. Diese Glasfiguren. Übrigens nochmal Marie-Merch, ne? Ihr habt ja gefragt, zeig mal Marie-Merch. Da haben wir noch was gefunden. Hier haben wir nochmal ein paar Figuren. Mickey. Timon und Pumba ist auch süß. Und diese Disney 100 Sachen gibt es hier. Remy für 50 Euro, auch richtig cool. Das ist ja schön. Mickey Selbstporträt. Ach, die finde ich toll. Daniel? Guck, komm mal. Die ist aber schön. Die geht aber schon mal zu lang. Habe ich noch nie gesehen. Doch. Die ist voll schön. Cruella gibt's hier. Evil Queen. Maleficent. Jafar. Und noch ein paar Weihnachtssachen, weil Weihnachten ist ja bald. Von Mickeys Dazzling Christmas Parade. Was ist hier eigentlich mit Minnie passiert? Ich habe aber noch was für dich gefunden. Was denn? Was du unbedingt haben musst. Was muss ich denn unbedingt haben? Jetzt fängt das schon wieder an. Sponderst du es mir? Nee, spontan. Sponsern? Ja, die Figuren gibt es natürlich auch. Die 399 Euro Mickey-Figur. An das Schloss. Aber das Schloss ist nicht schön. Ich finde es schon schön, aber teuer. Für einen Fuffi würde ich es nehmen. Ja, dann nehme ich es auch. Ja. Ja, Mickey ist schon schön. Ja, es ist sehr schön. Aber ich habe aktuell keine 400 Euro. Kann ja nicht jeder sich Disney Lego-Schlösser und Figuren und. Das ist genauso teuer wie das Lego-Schloss. Ja. Ja. Das kann sich nur einer leisten. Ja, Moni, zeig doch mal, wo die neue Pixar-Show spielt. Ja, in den Studios, im Studio Theater. Da, wo man auch mal so Mini und so treffen konnte. Da ist der Avengers Campus, Tower of Terror. Und hier spielt die neue Pixar-Show. Together, direkt neben dem Studio D. Moni, zeig doch mal, wo man Minnie auf ihrer Reise durch Europa treffen kann. Oder auch Minnie oder Friends. Und zwar ist das hier in der Arcade Better. Gegenüber hier von der Wally-Statue. Da geht ihr zu Star Tours. Genau, ich stehe jetzt hier in der Schlange. Aber heute ist es nicht Minnie, sondern Clarabelle. Ihr könnt aber auch Daisy treffen
Und es ist immer ein Charakter pro Tag, wurde mir gerade gesagt. Also man kann sich dann hier anstellen, dann fragen, wer es ist. Wie gesagt, heute ist es Clarabelle und es ist nicht viel los, deswegen habe ich gesagt, komm, stelle ich mich an. Aber hier könnt ihr sie treffen. Bis 15 Uhr. Und das war Moni, zeig mal. Die Leute merken das doch eh, dass du gerade das Intro und das Outro ich habe Pause gedrückt. Ich habe ja schon fast alles gefilmt. Nur halt nicht den Anfang und das Ende. Das, weil wir jetzt gerade hier in Wartestellung sind und warten, hat sich das gerade so ergeben. Nutze ich halt die Zeit, also. Was ist das eigentlich? Weißt du, wenn ich dich jetzt hier filme und du das filmst und wir das dann veröffentlichen. Ist das ein Vlogging-Vlog oder ein Vlog-Vlog? Und du filmst dann den Bildschirm und ich filme dein Objektiv. Objektiv. Könnt ihr ja gerne mal unten kommentieren. Ein Video-Vlog-Vlog. Wir warten auf jeden Fall hier, bis Hakuna Matata aufmacht. Das seht ihr dann im Vlog-Vlog. In dem eigentlichen Vlog. Also ich hoffe, Moni zeigt mal, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.